Sieg aber noch nie. Ja, jetzt ist der erste, aber. Ja, für Simon Amann und was es für den Gesamtsieg in der Tournee heißt, das wissen wir in Kürze. Jetzt kommt der zweite, der noch einmal angreift. Thomas Morgenstern. Bitte verhaut ihn nicht. Nicht nochmal verhauen. Was kann er noch einmal hineinzaubern in den Schnee von Bischofshofen? Auch er wird voll angreifen und auch er richtet den Zug. Voll, er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Super! Das habe ich aufgenommen. Nochmal. Na, warte auf den Jungen. Schau das auch. Genau, auf den Jungen werde ich jetzt sagen, 145,5 Meter. Das schafft er. Schau das auch. Ein schöner Dänemark drüber und jetzt da. Und nicht einmal auf den Arsch am Schnee ankommen. Nicht einmal super die Balance halten. Was? 142 Meter Noten zwischen 16,5 und 18,0. Was? 16,5? Da sind gute Noten noch dabei. Also das haben die Punkte zum Teil unterschiedlich gesehen. Thomas Morgenstern mit einem Wahnsinnssatz 7,9 Punkte vor Simon Amann und damit in der Gesamtwertung 2 Punkte vor dem Schweizer. Es wird einen österreichischen Gesamtsieg in der Vierschanzen-Serie. So, jetzt kommt der Junge. Warte. Stern oder Thomas Dieter, ich sag Thomas Dieter wird gewinnen. Komm, Titi. Der einzige große Sieg. Ah, das ist mal der andere. Ja, das ist er. Ja.